Guten Morgen, liebe Leute. Es ist fast 2 Uhr morgens. Ich bin wieder wach, total gut gelaunt irgendwie, wo ich gestern Livestream gemacht habe und ja, viel Spaß hatte. Geht es mir heute Morgen auch gut und ja, ich denke, ich nehme mal wieder auf. schon wieder auf. Nein, momentan bin ich richtig glücklich, auch da ein paar Leute ein bisschen öffentlicher werden, mit mir plaudern hier in Regnum oder so wie der Fabi auf YouTube. Dankeschön dafür, dass du die Videos so gut findest und auch sie likest. Richtig toll von dir und mit mir ein bisschen schreibst. Du bist leider Alse, ja, es ist klar. Können nicht alle irgendwie sein, aber ja, viel Spaß und viel Glück da drüben. Wir können uns eben mal treffen. Einfach bin ich wahrscheinlich noch zu schwach für dich, um ein 1 gegen 1 zu machen. Wollen wir mal schauen und ja. Ja, ich bin jetzt momentan hier beim Barbaren. Ich werde den Barbaren jetzt ein bisschen öfters spielen, weil ich möchte mit euch in die Warzone bisschen Spaß haben und bisschen aufräumen. Ja, werde ich am Anfang noch nicht können, aber einfach mal ein bisschen Spaß haben, auch wenn wir die ganze Zeit verlieren. Und der Dumo kommt immer wieder zu mir gerannt. Da ist der Barbaren-Trainer, den brauche ich. So, schauen wir unsere Skillung mal an. Das ist Keule, das ist Ding. Hier könnten wir eins rein tun. Aber das braucht 32 Disziplinpunkte. Das ist nicht so gut. Eisenhaut. Stumpfer Schaden. Wirkt das auch gegen Pranken und so von irgendwelchen Getier? Ich denke nicht. Typhoon. Dauer 1 Sekunde. Das könnten wir noch skillen. Ich tue das mal raus und hier schauen. Für Fehlchance, das wäre das Beste. Besäcke möchte ich mir mal hier verteilen. So. Dann mache ich die Dinge hoch. Die Trefferchance ist auch gut. Und hier hoch auf kriegische. Nein, nicht das. Ein Ritter. Ah, das ist wahrscheinlich der neue Skill, der vom. Also ja, der relativ neue Skill, der vom Ritter gekommen ist. Dafür ist ein anderer zu den Ritter gegangen. Mache ich mal auf den, bis wir es können. Treten. Naja. Machen wir mal den hier. Eins auf Treten. So, jetzt müssen wir wieder suchen. Treten ist hier. Dann mache ich am besten das mal. Mache ich das so. Gut. Und herausforderndes Gebrüll. Mache ich hier hin. Gut. Dann können wir weitermachen. Ja, Level 31. Jetzt kommt langsam das Fleischen dran. Das richtig, ja, jetzt kommen die Levels, die lange gehen. Ab jetzt geht es sehr viel länger. Aber so macht es mir auch ein bisschen mehr Spaß. Natürlich hat man nicht mehr so viele Levels jetzt. So schnell viele Levels. Aber ja, ich hoffe, es geht wenigstens noch ein bisschen gut. Auch zum Aufnehmen, bis dann die Warzone anfängt. Ich werde relativ früh anfangen. Ich weiß nicht, ob jetzt schon gehen soll, aber momentan ist nicht viel und deshalb gehe ich noch nicht, aber ich will, ja, ich sage, in ein paar Parts wird es so sein und dann können wir aufräumen. Ignis ist nicht so viel los. Peace, peace, okay. Dann nochmal ein paar Peace, peace. So. Wir gehen zu den Monstern.
darunter, dahin, um den Krater und kämpfen dort ein bisschen, farmen ein bisschen und machen danach noch ein paar Quests. Ich weiß aber gerade nicht, in welcher Stadt die Quests sind. Wir könnten mal kurz in der Stadt da unten schauen. In dieser gibt es wahrscheinlich keine aktuellen Quests mehr. Die restlichen Quests werde ich dann sicher auch bald noch machen. Aber momentan trainieren wir mal ohne Quests. Auch dass ich ein paar Items bekomme. Momentan sieht es recht flau aus. Ich habe einen Bogen gefunden für den Floster. Wenn er dann so hoch ist, gebe ich ihn ihm. Und jo. Wie gesagt, ich sammle noch ein paar Items für andere, wenn sie etwas brauchen. Und der Clan ist eigentlich soweit am Entstehen. Ich gebe recht viel Geld ab. Und Floster sammelt auch momentan viel Geld. So, Waffen. Und dann kann es losgehen mit dem Clan. Mal schauen. Ja, wir sind recht stark, seht. Können wir mal so richtig kloppen. So, ich setze mal dieses Bluten ein. Zerfleischen. Das habe ich auch relativ neu geskillt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der blutet, also ob der Schaden bekommt oder. Weiß jetzt nicht ganz genau. Umstoßen können wir mal nehmen. Tritt. Ah. Okay, bringt jetzt aber auch nicht so viel. Südkreuz setzen wir jetzt an. Südkreuz ist der beliebteste Spruch eigentlich in Champions of Regnum. Also Spruch ist es ja nicht, Angriff, aber im Allgemeinen auch mit den anderen Klassen. Es gibt keine Attacke, die öfters eingesetzt wird. So. Mal wieder ein bisschen schützen. Der ist tot. Der liegt aber nicht. Das ist wie bei Metin, da werden die Monster manchmal auch nicht gleich tot umfallen. So, noch eine Hyäne, da müssen wir uns heilen. Habt ihr gesehen, wie nett das ist? Einfach mal ein Tritt am Anfang und die Hyäne liegt. So. Ausruhen. Ja, so ein bisschen an der Kante. Sieht schon ein bisschen zum Fürchten aus mit diesen langen Ohren und dem sehr ungesunden Hautfarbe. Der hat wahrscheinlich zu viel Red Bull gesoffen. Vielleicht sind sie so entstanden. Tja. Was sagst du, alte Hyäne? Alter Gammler. Ich hoffe, die greift nicht an. Die ist nämlich nah. Die greifen automatisch an. Die sind aggressiv. Wo sind denn die wilden Griffen? Da ist eine. Ja, es ist nice ausgewachsen. Es ist nicht so gut hier zu leveln. Aber hey. Wo haben wir schon gut leveln in diesem Spiel? So, Community. Eine ist on. Ja. Okay. Der Magnus-Chat ist auch nichts los. Ja. So. Jetzt sind wir wieder hochgeheilt. Wo war jetzt der? Da ist der wilde Griffer. Den greifen wir zuerst an.
So, warte, wir greifen die Herne zuerst an, genau. So. Jetzt du. Du gehst. Ah, du hast Widerstand. Ich dachte, weil er fliegt. Ein Südkreuz hinterher. Und das ist die Vernichtung des Gegners. So. Den ausgewachsenen Grifo können wir noch angreifen. Machen wir Kloppdi-Klopp. So. Ja, vielleicht nicht gerade hier einen angreifen, die machen recht viel Schaden. Und der kann zuerst angreifen. Die machen noch mehr Schaden. Ja, momentan ist der Schutz gerade down. Ich muss mich irgendwie ein bisschen zäher machen, vielleicht neue Rüstung kaufen. Ich weiß aber nicht wo. Können wir noch einmal schauen. Ja, so ist besser. Zwei Schläge. Sehr gut. Okay. Da drüben ist noch einer. Den greifen wir noch an. Buffen uns kurz nochmals. So. Oh, habt ihr das gesehen? Gut, also jetzt müssen wir aber weg. Oh, ein Zudongschwert für Level 34. Das ist recht schwer. Ist aber ein langsames Schwert. Tja. Nehmen wir aber. Und jetzt, Fett. Panther. Gehen wir mal in diese Stadt und schauen, ob es Quests gibt, die recht lohnenswert sind. Sonst machen wir wieder Briefquests. Und jo. Schau mal hier, ob es Magneten gibt. Das ist relativ ein Ort, wo relativ wenig Leute hier herkommen. Zwar gibt es recht viele, die hier auch Magneten sammeln, aber ich habe irgendwie meistens Glück. Ja, einer ist zum Beispiel schon hier. Weil er halt ein bisschen, naja, abseits der normalen Route ist. Müssten die Leute hier kommen, nicht weitergehen, sondern hier kurz reingehen, und das haben wahrscheinlich viele Leute nicht so gern. Aber ich mache es gern. Das ist nur ein paar Sekündchen länger, wenn man nicht gleich durchgeht. Ja, jetzt ist leider nur einer da. Aber es gibt in der Nacht auch recht viele Magnetjäger, weil die genau wissen natürlich, dass es viele Magneten in der Nacht gibt. Aber nur gut, ich brauche auch nicht viele Magneten, weil ich mit Magneten, also ich handle nicht so gerne. Ich habe es im Allgemeinen gerne, wenn ich beschenkt werde, aber das meiste mache ich selber, also die Items suche ich selber, und ja, da fühle ich mich am glücklichsten. Also, Stadt Medenet. Zentralwüste. Ich nehme sie trotzdem mal. Die geben zu wenige Farm gerade so. Ich brauche eine Quest mit viel Erfahrung. Der zum Beispiel. Ja, den nehmen wir auch an. Dann bekommen wir Geld. Da drin ist niemand. Aber da ist jemand zum Reden. Der ist da oben, okay. Wie kommen wir nach oben? Ah, hier. Treppe nach oben. So. Also, dann haben wir drei Quests. Nehme ich noch eine vierte an. Wo ist die im Haus? Okay. Vulkanische Zone, okay.
Und eine Quest nehme ich noch am Ding an, am Brett. Da drüben geht die Quest weiter von vorher. Mit dem Reden. Was? Hartes Zeug? Wo? Nein, hat er nicht gesagt. Welche Quest denn? Albino-Bär können wir nicht töten. Phantom auch nicht. Schneebogenschützen, ja, ganz klar. Dann nehmen wir lieber hier eine Botenquest. Wohin müssen wir denn mit dem Botenquest? Ah, die ist gleich hier, okay. Gut. Ich habe eine Botenquest gemacht, wo ich ganz aufs andere Seite des Ignis Warzones musste. Habe ich zum guten Glück überlebt. Das war, glaube ich, sogar im Livestream gestern Abend. So, hier haben wir Jägertrainer. Okay, leuchten. So, haben wir noch eine Quest? Da vorne. Da oben, okay. Da müssen wir hinten durch. Gut, und jetzt wieder dorthin. Ah, jetzt dorthin, okay. Oh. Hahaha, Scheißjäger. Ja, Scheißjäger. Ich mag die feindlichen Jäger gar nicht. Aber sobald ich dann meinen selben Jäger habe, will ich dann mal schauen, was ich am besten, wenn ich die Gegner nerve. Oh, schnell, du irgendein bisschen. Sie sind im falschen Reich, also bitte. So. Einen fiesen Lauf gegen die Orks. Aha. Ist ein voll fieser Lauf. Was gibt es für Probleme, Leute? Herzlichen Glückwunsch. Zu wem hast du das gesagt, Treuer? Okay, ein Geheimnis. Ein Rätsel auf. Ja, toll. Und wann ist das? Mit dem Rätsel? Kommt das erst spät? So, nun gut. Dann müssen wir da nach oben. Und hier zum Inish. Intisar. Da können wir nämlich gleich mal eine Rüstung kaufen oder so. Nein, ich glaube, dort gibt's. Ja, müssen wir schauen. Eben. Wie gesagt. Weil es dort keine Barbarenwaffen habt, bin ich nicht so gerne dort. Ich weiß jetzt nicht, wo die nächstbesten Barbarenwaffen sind, aber ich gehe mal in die Stadt oben mit der Arena. Schauen, Altaruk. Jo. Hast deine Auszeichnung regelrecht verdient. So, also es hat Ackersburg zurückgerobert, okay. So, hier durch die Schlucht. Ja. Momentan ist recht. Wie soll ich sagen? Na, wir müssen halt viel machen für einen zweiten, also Level 32. Kommen wir ein bisschen langsam nah weiter gerade. Aber eben, es ist alles lang, also das mache ich am meisten. Am liebsten dann nicht in der Aufnahme das Leveln. Und Farmen und eben Questen mache ich dann in den Aufnahmen. Bis wir dann hoch genug sind mit diesem Charakter. Um in der Warzone ein bisschen zu kloppen, macht dann halt auch mehr Spaß. Und ich hoffe, es geht bald. Auch wenn wir immer verlieren. Wir gehen einfach mit anderen Gruppen mit. Ich nehme dann extra Zeiten auf, wo die meisten Leute uns sind. Und dann wird das schon.
So, der Übergang. Muss ich darüber? Melekeeti-Wüste. Melekeeti-Stadt. Und da, hier kommt wieder die Todestreppe. Oh, muss sie wieder besteigen. Das ist so ein Bug, wo man 200 Schaden bekommt. So. Gut. Naja, nicht so viele Erfahrung bekommen. Ich muss schauen, wo die Klamottenhändler sind. Einmal hier drin ist der Jägertrainer, der Schützentrainer, ein Bogner, nochmals einen Bogner. Wieso hat es so viele Bogner hier? Was ich brauche, ist doch Klamotten, nicht Bogner. Ragnars Panzer 120. Zweihändige Zwergenaxt ist langsam. Vergiftete Dornen. Ein vergifteter Morgenstern. Schwer Gladiatorenhelm. Das ist was für Ritter. Wieso haben Ritter immer so viele Klamotten? Ein Drachenschild. Plattenpanzer. Hier. Level 44. Level 34 schnell. Das. Naja. Ist das eigentlich gut, wenn die Hälfte des Schadens nur machen? Dafür zwei Waffen tragen? Naja. Sichel-Axt. Hier ist es aus Einhand. Das wäre dann die nächstbeste Waffe. Aber ich will nicht schon wieder umenden. Umskillen. Level 36 wäre dann die nächste Set-Ding. Reparieren bitte. Und handeln. Verkaufen wir den Loot hier. Es wird alles sehr teuer, habe ich so das Gefühl. Das Reparieren mit 10.000 ist schon recht hoch. So, wo ist der normale Klamottenhändler? Da hinten ist nichts. Der Schneider. So, der hat nur bis Level 25. Gibt es eigentlich Gladio, also für den gibt es nicht. Für Barbaren. Da ist Baba. Level 38. Aber wieso bekommt Baba nicht mal so richtige Kettenrüstungen oder so? Wir haben auch immer nur Leder. Nur der Paladin hat so Plattenpanzer, das ist ein bisschen unfair. Also würde der Barbar nicht mal Plattenpanzer tragen wollen. Ja. Von mir aus. So, wir gehen wieder zurück. Und machen dann Quests. Und vielleicht noch ein paar Magnaniten. So. Die sind jetzt auch sehr leicht geworden. Geht alles relativ schnell, aber leider nicht mehr ganz so schnell. Ich habe jetzt innerhalb von 3 Tagen eigentlich 20 Levels gemacht. Und jetzt werde ich wahrscheinlich nur noch ein Level pro Tag machen oder zwei, je nachdem.
So, da sind wir wieder in der Sandwüste. Wir müssen hier nach drüben, oder? Da hoch. Stein von Yunima. Gehen wir mal hier hoch, dann müssen wir auch mehr über die andere Quest. Zentralwüste ist das, oder? Ja. Tabik, dem muss ich ein Reparaturset geben. So. Ausgewachsene Hyänen töten. Oh Gott. Die sind schon lange weiß. Nun gut, dann machen wir das. Komm schon. Kloppt, die kloppt, doch kloppt. Der Klopp ist bekloppt. Nein, der ist nicht bekloppt, ist so guter Trauer. Mal gucken, wo der hingeht. Wo sind jetzt noch Hirn? Liebe Hirn, Sie müssen leider sterben. Kommt ihr alle hin? Dann kann ich besser kloppen. Die Hirnen liegen gerne so schön herum. Und hier sogar die Magneten mit im Zentralweg. Dann nehme ich doch das Gestein gerne. Ah, eins. Okay. Immerhin nicht ein Fels. So, machen wir die Quest noch kurz. Ich werde dann Magneten suchen gehen und da mache ich nochmal eine Aufnahme. Und irgendwann dann mit Floster wieder zusammen eine Aufnahme, wahrscheinlich heute Abend. Und jo. Ich finde es immer lustig, dass der Schrein nicht zu sehen ist, aber der Löwe darauf. So, wo haben wir noch Hyänen? Was, 15? Ach, das ist langsam nervig mit den hohen Zahlen. Wenn die Hyänen, also wenn die Monster besser tötbar wären, also wenn man mehrere angreifen könnte, also so richtig Kreaturen auch uns angreifen und so. Aber eben das Kampfsystem ist halt nicht so der zentrale Punkt von Regnen. Und es geht halt relativ lange, das Töten. Auch wenn wir zwei Hits machen. Und die Kreatur des Unterlevels ist tot. Nochmals ein Magnetstück. Sehr gut. Jetzt haben wir drei Magnetstücke in einem Gestein gefunden nacheinander. Der Anführer der Grabwächter, den möchte ich nicht zu nahe kommen. Diese aggressiven Saukerle. Die schon lange tot sind, die Armen. Ja, toll, ich dachte, da war eine Hyäne. Habt ihr es gesehen, den Punkt? Was ist das für ein Punkt gewesen? Ah, der unten. Der Punkt von der Markierung. Und noch zwei hier. Die hatten sollten langsam die spawnen wieder. So, mal um den Felsen hier. Dann gehen wir am besten hier durch. Ah, da ist jetzt einer erschienen. Ich mal den hier. Boom. Noch einen. Wo seid ihr hier? Da oben ist einer. Gut.
Sauhund, du. Stirb. So. Ja. Ist doch auf die Kloppe, weißt du, auf die Fresse, hä? Eh? Manche Leute denken, sie seien gut, kommen jetzt auf die Fresse, dann haben sie Kieferbruch. Ja, also. Dankeschön fürs Schauen dieser Aufnahme. Dieses Paares. Und bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler.